Nicht alle Rennen gefahren, aber immer sehr, sehr gut, wenn er dabei gewesen ist, mit in den vorderen Platzierungen. Hallo, das Auto ist noch gar nicht zurück. Warum fahren jetzt die Karts, obwohl das Auto dort noch auf der Strecke unterwegs ist? Es gibt die rote Flagge. Ja, ganz einfach, ja. Zu Recht. Rote Flagge, das bedeutet auf Start und Ziel anhalten, meine Herren. Meine jungen Damen, jungen Herren, ja. Also dort jetzt eben anhalten. Okay, jetzt gibt es die grüne Flagge, auf geht's. Erst jetzt, also der Beginn der Einführungsrunde. Für die Junioren. Für die Rock, nee, für die Rotax-Junioren. Die wir jetzt auf der Strecke erleben dürfen. Dazu werden wir jetzt natürlich auch zur Startaufstellung kommen. Sieben Piloten sind mit dabei an diesem heutigen Tag auf der Pole Position. Da steht Lewis Lauren Speck. Er konnte mit einer 47,487 die schnellste Rundenzeit herausfahren. Er also jetzt auf der Pole Position vor Timo Michaelis, der Rang 2 übernehmen konnte und jetzt versuchen wird, hier irgendwie den Pole-Setter zu ärgern und ihm den einen oder anderen Punkt wegzunehmen. Dabei aber die beiden in unterschiedlichen Klassen, das eine Rotax Junior, das andere Junior Clubsport. Also Speck, Michaelis auf 1 und 2 vor Nico Gnaht und Nick Deißler in der insgesamt dritten und vierten Position, damit die zweite Startreihe. Und jetzt werden die Grid-Positionen eingenommen. Polzetter Speck soll langsam das Feld jetzt zusammenführen. Dritte Startreihe. Paul Trussheim, André Petropoulos in der sechsten Position. Und dann Nick Noel Müller sowie Dominik Eckhardt, die Startnummer 323, der ebenfalls jetzt auch doch noch mit dabei ist. Kurz aufschreiben. Ich habe mir gerade jetzt mal einen Knopf an die Backe gelabert, ohne dass man mich draußen gehört hat. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt zurückliegt. Also der erste Startversuch ging daneben in der Juniorenklasse. Speck auf 1. Und dann folgt das Verfolgerfeld. 2, 4, 6, 7 Fahrer sind es. Frage ist halt, wer fehlt dort jetzt? Ich sehe Eckhardt. Wer fehlt? Ich meine, ich hätte auch Michaelis gesehen. Das sind keine Grid-Positionen. Tut mir leid. Auch das wieder keine Grid-Positionen, die dort eingenommen werden. Doch, jetzt. Jetzt haben sie es. 604 fehlt. Also, Timo Michaelis fehlt jetzt hier. Und jetzt kommen sie auf Start und Ziel. Und jetzt ist freigegeben. Auf geht's. Speck übernimmt die führende Position. Setzt sich direkt vorne ab. Schafft es, den einen oder anderen Meter zwischen sich und dem Verfolgerfeld zu bringen. Das müsste dann Paul Trussheim, nee, Nico Gnaht sein, in der zweiten Position. Hat dort ein sehr, sehr gutes, eine sehr, sehr gute Figur gemacht. Jetzt gibt es dort den Versuch von Dominik Eckhardt, irgendwie vorbeizukommen an Nick Noel Müller und auch an Petropoulos. Das hat jetzt erst einmal nicht funktioniert, muss sich dort weiterhin hinten anstellen. Vielleicht ja in den nächsten gut 12 Minuten zwischen dem jetzigen Moment und der schwarz-weiß karierten Flagge. 12 Minuten Renndistanz, auch hier. Plus die eine Runde.
um die letzte Runde einzuläuten. Und Speck droht hier so ein wenig der kalte Atem von Nico Gnaht, der dort sehr, sehr nah dran ist am Piloten mit der Startnummer 311. Könnte also doch noch enger werden dort an der führenden Position zwischen dem Piloten Louis Lauren Speck und natürlich Nico Gnaht. Das geht sicherlich jetzt noch ein paar Minuten so. Hoffentlich das ganze Rennen über. Dahinter ein Dreikampf. Und zwar zwischen Nick Deißler, Paul Trostheim und der Startnummer 622, André Petropoulos. Bevor dann das Duell zwischen Nick Noel Müller und Dominik Eckhardt rund um die sechste Position entfacht ist. Petropoulos geht vorbei an Paul Trostheim. Dort also der Wechsel rund um die vierte Position, vierte Gesamtposition. Leider haben wir ja an diesem Wochenende in dieser Klasse nicht wirklich viel zu sehen. Theoretisch hätte man dort ja doch noch die Rock Junior Fahrer mit starten lassen können, da das ja auch nicht so viele sind. Und auch die X30 Junioren haben ja nicht allzu große Masse an Fahrern dieses Wochenende mitgebracht, sodass man theoretisch das Ganze machen können. Aber gut, hat man nicht gemacht und damit müssen wir leben. So freuen wir uns dann auf mehr Rennaction auf der Strecke. Auch wenn mit weniger Fahrern. Louis Lauren Speck versucht sich abzusetzen. Der Polesetter und der derzeit führende, das grüne Kart, das dunkelgrüne Kart in der führenden Position auf Rang Nummer 1. Im Moment sehr, sehr gut und ordentlich sortiert. Schafft es, ein paar Meter sich freizuschaufeln von den Verfolgern. Ganze 0,8 Zehntelsekunden. Etwas mehr war es hier beim letzten Überqueren des Zielstriches. Fahrer kommen jetzt hier aus der fünften Runde gleich wieder. Genau in diesem Moment haben wir jetzt 4 Minuten des Rennens absolviert. Und die Fahrer gehen in die sechste Runde hinein. Bedeutet, ja, könnten gut 12, 13 Runden, ach mehr, locker, 15 Runden könnte ich mir vorstellen, dass das Rennen hier laufen wird. Vielleicht 14. Aber so in dem Rahmen wird sich das bewegen. Speck mittlerweile 1,2 Sekunden entfernt. Fährt hier gut 4 Zehntel schneller als Gnaht und Petropoulos, ist vorbeigegangen an Nick Deißler. Dort also der nächste Wechsel. Rund um die dritte Gesamtposition. Und vielleicht ist ja Petropoulos in der Lage, sich noch heranzufahren an Nico Gnaht, auch wenn dort die Zeiten ja ähnlich sind. Genauso wie die von Nick Deißler. Nur Paul Trostheim ist sogar noch ein Ticken schneller, eine Zehntel. Und nur Louis Lauren Speck hält hier ja, diese Messlatte sehr weit oben. 48,0 kann er fahren, damit ganze 5 Zehntel schneller als Platz 2, Platz 3 und Platz 4. Und 4 Zehntel schneller als Paul Trostheim in der fünften Gesamtposition.
Wieder kommen sie hier vorbei. Wieder Speck der Schnellste. Mittlerweile sein Vorsprung auf 1,9 Sekunden angewachsen. Fast genau 2 Sekunden. Lediglich 27 Tausendstel fehlen ihm dort auf 2 Sekunden. Das denke ich mal, wird er im Laufe der nächsten Runde hier sich herausfahren können, wenn dort jetzt nicht der Einbruch kommt. Aber ja, davon geht man natürlich nicht aus. Speck ja 2 Jahre hintereinander Mikromeister im Rhein-Main-Kart-Cup gewesen. Im letzten Jahr dann in der Rotax-Mini-Klasse gestartet. Im Laufe des Jahres immer mal wieder, vor allem in Italien, als Schalterfahrer unterwegs gewesen. Und jetzt soll also in diesem Jahr Rotax Junior gefahren werden. Und dabei natürlich eine große Motivation bei Louis Lauren Speck, die ihm im letzten Jahr natürlich gefehlt hat. Auch geschuldet daran, dass nicht viele Fahrer mit dabei gewesen sind. Dafür jetzt die Motivation umso größer bei Speck. Wir sehen es an den Zeiten, die immer noch sehr, sehr stark sind, sogar besser geworden sind. Jetzt 47,9. Und Nico Gnad hat gerade gedacht, ja, ich kann endlich schnell fahren, 48,1. Mm-mm. Täuscht dich da mal nicht so sehr. Ist fast exakt dieselbe Zeit gefahren, auf 4000stel genau. Dieselbe Zeit in den Qualifying gefahren. Aber Louis Lauren Speck fährt dann unter 48 und fährt ihm wieder 2 Zehntel vorn. Mittlerweile auf 3 Sekunden der Vorsprung angewachsen. Und Speck zeigt hier all sein Können. Auch wenn Gnad jetzt doch mal ähnliche Zeiten fahren kann, haben wir jetzt einen Dreikampf rund um die dritte Position. Petropoulos, Deißler und Trusheim. Petropoulos natürlich jetzt erst einmal überrumpelt worden von Nick Deißler, könnte aber jetzt auch gleich einen Konter zufolge haben. Und von hinten kommt Paul Trusheim herangeflogen und sagt, ja gut, wenn zwei sich streiten, freue ich mich sehr gerne und werde dann gleich versuchen, irgendwie vorbeizukommen. Das im Moment das Duell, beziehungsweise das Trio, das hier am Start ist. Wie weit kann jetzt Nick Deißler sich behaupten? Versuchen, vorne zu bleiben? Oder ist Petropoulos in der Lage, irgendwo die Lücke wieder aufzufinden? Ist ja schon einmal vorbeigegangen. Jetzt geht es darum, das ein zweites Mal zu wiederholen. Versucht sich jetzt auf der Innenbahn, bremst sich rein und geht vorbei. Aber der Konter kommt, Nick Deißler schafft es beim Beschleunigen vorbeizukommen. Und jetzt ist Paul Trusheim auch in der Lage, sich dort neben zu quetschen. Funktioniert erst einmal nicht. Beim ersten Anlauf nicht. Vielleicht ja beim zweiten oder dritten noch. Haben wir ja gut 2,5 Minuten zu fahren. Heißt ja gut noch 3 Runden. Denn ein Louis Lauren Speck kommt hier noch über Start und Ziel. Das bedeutet, wir haben jetzt sogar noch 4 Runden. Die 3 Runden, die wir jetzt noch anbrechen. Und die vierte, die dann gleich dazu führen wird, dass die letzte Runde eingeläutet wird. Vorne Deißler in diesem Trio und jetzt hat Petropoulos einen leichten Fehler gemacht. Jetzt kommt Paul Trusheim, versucht sich reinzubremsen, bleibt erstmal da hinten, nimmt jetzt etwas mehr Schwung mit, verliert aber dann trotzdem das Beschleunigungsduell gegen Petropoulos. Und durch diesen leichten Fahrfehler, den Petropoulos dort gehabt hat, konnte sich Nick Deißler ein paar Meter frei schaufeln. Und sichert hier ein paar Meter sich Vorsprung wieder. Und zwar, um exakt zu sein, 4 Zehntel Sekunden, die er jetzt wieder Vorsprung hat.
Beck mittlerweile auf 5 Sekunden weg. 5 Sekunden Vorsprung. Petropoulos saugt sich wieder ein wenig heran und hat sich jetzt sogar vorbeigefahren an Nick Deisler. Dort also jetzt wieder der Tausch an der dritten Position. Paul Trussheim konnte dort nicht von profitieren, der sich ja im Laufe des Winters einen neuen Helm zugelegt hat. Und jetzt im Maranello-Kart sitzt. Dort also eine Veränderung bei Paul Trussheim. Schafft es aber nicht, hier entscheidend nachher heranzukommen. Auch wenn er Runde um Runde schneller ist als Petropoulos und Deisler. Deisler versucht jetzt außen herum gegen Petropoulos. Könnte mehr Schwung mitnehmen. Genauso ist es. Aber reicht es, um dort vorbeizukommen? Nein. Dafür war dann dieses Stück etwas zu kurz. Um am Ende sagen zu können, dass dieser Schwung, dieser minimale Mehrschwung ausreichend ist. Petropoulos arbeitet sich im Moment Platz Nummer 3 heraus. Schwarz-Weiß kariert ist draußen. Speck gewinnt nach 16 Runden vor Nico Gnaad mit 6,599 Sekunden. Petropoulos, Deisler und Trussheim erarbeiten sich hier Platz 3, 4 und 5 vor Nick Müller oder vielleicht doch Dominik Eckhardt. Nee, es wird wohl das Mach-1-Card von Nick Noel Müller, holt sich am Ende Rang Nummer 6. Dominik Eckhardt, 7. und beendet damit das Rennen via Schadensbegrenzung. Es geht für diese Klasse dann um ca. 15.30 Uhr weiter. Dort dann der zweite Lauf. Jetzt im Anschluss in knapp 4 Minuten der Start der Bambini Rotax Mikro und Rotax Mini Klasse und werden dann dort ihren zweiten Lauf in Angriff nehmen dürfen.